Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Da im Hintergrund, da hinten, seht ihr das Gebäude von Guinan und damit wisst ihr, wo ich bin. Ich stehe vor Guinan, um die diese Woche erst vorgestellte Guinan Nordmeer zu filmen und euch zu zeigen. Gestern habe ich mit Guinan telefoniert, heute habe ich den Termin und ich hoffe, dass ich morgen schon das Video online stellen kann. In der Woche des Erscheinens bereits das erste Hands-on-Review der Uhr. Ich hoffe, das funktioniert. Ich werde die Uhr bei Guinan abfilmen, das heißt, die Kameraeinstellungen werden vielleicht nicht ganz so sein, wie ihr es gewohnt seid, wenn ich die Uhr mir zu Hause habe. Aber es wird mit Sicherheit ausreichen, um einen tollen ersten Eindruck dieser neuen Uhr vermitteln zu können. Auf den Bildern im Internet, die Produktfotos auf der Webseite, keines dieser Bilder konnte mich wirklich überzeugen und ich habe gedacht, dass diese Uhr nichts für mich sein könnte. Als ich sie heute live gesehen habe, musste ich meine Meinung komplett revidieren. In real ist es eine unglaublich tolle Uhr mit einem fantastisch interessanten Ziffernblatt. Ich zeige euch im Verlauf des Videos nochmal alle Varianten. Absolut toll und richtig beeindruckend. Das hier gezeigte Stahlband übrigens ist auch neu und bis auf weiteres ist es der Nordmeer vorenthalten, obwohl es an alle Modelle der Serie 60 passt, gibt es dieses Stahlband aktuell nur mit der Nordmeer. Die Uhr ist eine typische Uhr der Serie 60 mit einem Durchmesser von 40,5 mm. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut. Die Uhr hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Bauhöhe von 14,9 mm, was angesichts des Werkes nicht besonders viel ist. Lug-to-Lug, wobei es gibt ja keine echten Hörner, beträgt 44,5 mm und die Uhr wiegt ohne Stahlband 86 Gramm. Verbaut ist ein Sellita SW500 und die Uhr ist bis 20 bar wasserdicht. Das Ziffernblatt ist ein blau galvanisiertes Ziffernblatt und die Zeiger sowie die Indizes sind mit der Leuchtmasse C1 X1 ausgelegt und damit wirklich hell und gut ablesbar. Das Gehäuse ist gebürstet, was der Uhr eine wunderschöne Eleganz verleiht. Das Werk ist verziert mit Genfer Streifen, einem signierten Rotor, gebläuten Schrauben. Da darf man auch sehr, sehr gerne einen Glasboden verbauen. Die Uhr gehört zwar zur Serie 60, sticht aber für mich durch die Farbgebung in Verbindung mit dem schwarzen Reo wirklich aus der Serie 60 heraus. Und ich gucke jetzt mal, wie sie an meinem Arm mit einem 17 cm Handgelenk sitzt. Dafür nehme ich meinen Guinan Duograph ab, der nominell eine vergleichbare Größe hat, aber ganz anders am Arm wirkt, und ziehe die Guinan Nordmeer an. Ich finde das Spiel des Lichtes und den Wechsel des Blaus auf dem Ziffernblatt richtig klasse. Nehmen wir die Kamera hoch, dann sieht man es etwas besser. Eine Uhr wirklich wie gemacht für mein Handgelenk. Ich bin richtig, richtig begeistert von dieser Uhr. Ich würde euch jetzt gleich gerne einmal die Uhr in unterschiedlichen Kameraeinstellungen, aber ähnlichen Settings am Fenster zeigen. Denn da kann man wirklich sehen, wie fantastisch das Lichtspiel des Ziffernblattes ist. Die Totalisatoren haben einen Sonnenschliff, wie auch das Ziffernblatt, und lassen sich sehr gut erkennen und unterstützen den Farbwechsel des Ziffernblattes, der von einem sehr, sehr kräftigen
Königsblau über einen beinahe Auberginenton bis hin in ein Blauschwarz wechselt. Richtig klasse. Und durch das Blauschwarze finde ich, dass auch die mattschwarze Tachymeter-Lünette absolut klasse passt. Ich war mir von den Produktfotos nicht sicher, ob das Schwarz in Verbindung mit dem Blau mein Ding ist. Nachdem ich sie heute live gesehen habe, muss ich sagen, sie ist mein Ding und zwar sowas von. Absolut super toll gemacht. Übrigens drehe ich hier im Verkaufsraum von Guinan, das heißt, der ganze Hintergrund ist der Verkaufsraum von Guinan. Falls ihr noch nicht da wart und mal in Frankfurt seid, das ist wirklich ein Besuch wert. Und ich bin immer gerne hier und werde hier auch immer super freundlich empfangen, wie alle Kunden, wirklich ein Besuch wert. Und bei der Gelegenheit könnt ihr euch dann auch diese Uhr live anschauen. Bei einem Preis von 1.699 Euro am Lederband beziehungsweise 1.849 Euro am Stahlband finde ich diese Uhr sehr fair bepreist, passt wunderbar in das Guinan-Portfolio, sowohl preislich als auch von der Größe her. Farbmäßig sticht sie heraus, aber das war ja auch genau der Sinn der Übung. Die Krone ist verschraubt, die Drücker sind nicht verschraubt, aber geschützt, sodass sie auch seitlich durch seitlichen Druck nicht so leicht beschädigt werden können. Der Boden ist verschraubt und hier seht ihr die Andeutung eines Nachtbildes. Ich konnte es nicht ganz so machen, wie ich es zu Hause mache, aber man sieht deutlich, wie die Uhr bei Nacht aussehen würde. Ich kann mich an dem Blau ehrlich gesagt gar nicht satt sehen und habe vielleicht vieles, was zu der Uhr sonst noch zu sagen wäre, vergessen, weil mich das Ziffernblatt so dermaßen geflasht hat und ich richtig begeistert bin von der Uhr, dass ich da vielleicht ein bisschen abgelenkt war. Was mich interessieren würde, ist, was ihr zu dem Blau sagt. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, auf den Produktfotos im Internet, auf der Webseite, finde ich, ist es nicht ansatzweise so rübergekommen, wie die Uhr wirkt. Und auch mein Video hier kann nur eine Andeutung davon wiedergeben, wie die Uhr real wirklich wirkt. Absolut klasse und richtig, richtig ausgefallen. Die mattschwarze Tachymeter-Lünette passt klasse dazu und verkleinert auch in meinen Augen das Ziffernblatt optisch nicht, wie ich es erwartet habe, was wohl auch daran liegt, dass das Blau, wie man jetzt hier im Bereich der 2 Uhr sehen kann, teilweise in ein Schwarz wechselt, sodass es einen ständigen Wechsel gibt und ein ständiges Spiel zwischen einem inneren blauen Ziffernblatt und einem flächigen schwarzen Eindruck, je nachdem, wie das Licht einfällt. Klasse, gefällt mir super gut. Ja, mich würde interessieren, ob ihr das für eine typische Guinan haltet, wie ihr den Preis findet von 1.699 bzw. 1.849 Euro. Bleibt bitte in jedem Fall gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, Axel.